So, nachdem ich gerade schon ein PC-Kartenspiel gespielt habe mit Neurodeck und nicht beeindruckt war, lege ich noch eins nach, nämlich das Demo von The Magister. Der Magister. Eins jener seltsamen Worte, die von vielen Leuten nicht eingeordnet werden können, weil es aus einer Zeit stammt, die längst vorbei ist, aber mich verbindet etwas Besonderes damit und niemand weiß es. Slot One Setting Slot sehr mager aus hier von. Das ist nicht wirklich Design, oder? Das ist irgendwie das Fehlen von Design. Welcome to Silverhurst. Magisters are judge, jury and executioner, wenn es doch so wäre. Rolled into one, assigned to locations far from the capital. They enforce the will of the Empire and the rule of law. You are a magister. Sent to investigate the death of another in the northern province of Silverhurst. You will have to use your skills wisely in this adventure if you want to survive long enough to solve the murder. Every playthrough of this game is uniquely generated with its own plot twists and events. Feel free to replay the adventure as many times as you like. Gilt das für das Demo auch? Erasmus, Sergius oder Cato? Warum sehen die alle aus wie Halsabschneider aus der Fußgängerzone? Strong Hallucinator. Ich bin der bekannte Halluzinator aus dem. So. God at good at fighting. Can buy physics. Intelligent Alcoholic. Und Cunning Psychotic. Das gefällt mir schon mal gut. Also, Magister sind offenbar mit einem positiven Adjektiv ausgestattet, aber ansonsten sind es tatsächlich Loser. Suffers from visions. Some enemies aren't really there. Has a drinking problem. Needs alcohol. I know how he feels. Better in combat, worse in tactical diplomacy. Ich will den intellektuellen Alkoholiker spielen. Herbology. Das kann ich mir dann offenbar nehmen. Oder kann ich noch andere nehmen? Deduction. The ability to scan a situation and see things that other people can't. Also ich kann analytisch sein. Ich kann Wahrnehmung, Composure, Herbology, World Lore, Magic. Ja, Deduction Mode, den hätte ich gerne. Aber ich bin offenbar auf Herbology. Click Continue in the right corner to start. Kann ich wirklich nichts anderes auswählen? Na gut. Hey, Magister, over here. After a three... Jetzt muss ich mich alkoholisch... als Alkoholiker sprechen, ne? After a 3-hour ship journey, you've reached... Ach nee, es geht um you. After a 3-hour ship journey, you've reached the northern province of Silverhurst. You see a town official waving at you from the pier. Inside your pocket are your Magister's orders, signed by the Magister General himself. You have been sent here to investigate a murder, the death of another Magister. Okay, da hat mich gerade der alte Sack angesprochen. Continue. Controls. Left click with a mouse to walk around and interact. Ein Point-and-Click Adventure. Can use the keyboard instead by moving with WASD arrow keys. Interact with spacebar. Das ist schön. Das ist genau, wo ich mich da gewöhnt habe. Press space to continue. Welcome to Silverhurst, Magister. Oh, ein Hund und ein Vögelchen. Magister Sergius. Ja. Hallo Hund. Kann ich interagieren? Woof. Pants. Woof. Wags its tail. Schön. I'm over here, Magister. Da bin ich. It's an old man. He looks like a town official of some sort. Good morning, Magister. Welcome to Silverhurst. My name is Oliver, and I'm the local councilman. I've made the necessary arrangements for your arrival and investigation. Tell me about the murder. Of course. What would you like to know? Alcoholic. Is there a tavern here? He looks taken aback. Then he takes a sniff. A cloud of alcoholic vapor emanates from your body. A local tavern and inn is the Whispering Griffon Inn. Griffon Inn, nicht Griffon Inn. It's also where the murder happened. Na, so ein Zufall aber auch. Deswegen habe ich gefragt, Sir. Interesting. Tell me more. The maid at the Whispering Griffin Inn
found his body in the private room 2 days ago. The room is sealed, but you can get the key from the innkeeper, Ethan. Thank you for your existence. Thank you for your existence, sir. He nods. If you need me again, you can find me at the village square just north of here. I wish you the best of luck. Meine relationship is... Er versteht die Seele eines Alkoholikers. You have improved your relationship with the councilman by 1 star. As you perform various tasks for others, your relationship with them will improve. Many characters will only be cooperative once your relationship reaches 3 stars. Interessant zu wissen, wenn man irgendwo einzieht in eine neue Gegend, sollte man gar nicht so darauf hinaus sein, anderen einen Gefallen zu tun, sondern man sollte andere um kleine Gefallen bitten, sodass sie sich gut fühlen dabei, dir geholfen zu haben. Und das schafft mehr Vertrauen tatsächlich. This board represents a mental map of your investigations. Mouse over an item to view more details. Könnt ihr das hier machen? Ah ja. Magister has been murdered in Silver's computer investigation. Okay. The inn. Murder occurred in a private room. Should get there and find a way. Okay. In turn by clicking the view board from your journal. Here's this journal. Talk to the innkeeper. Get the key to the private room. Improve your relationship to 3 stars. Then question people about the murder. Side quest. Get a drink. One, just one won't hurt. This is gefällt mir. This was ich. The trader sells a lot of strange things. Ah, the cake was so tasty. Wer sind diese Leute hier? Ich weiß. Ich suche jetzt mal das Silver Inn. Ist das hier schon das Silver Inn? Nein. Early morning, day one. View journal, view cards, view clues. Setting. Was sind meine Karten? Slash, defend, healing, herbs, flexible, slice. Okay, wenn ich also kämpfen muss, dann kann ich ein... Dann muss ich Karten nehmen. View journal, das hatte ich auch schon gemacht. Ja, ich will zum Inn. Da will ich hin. Zum Inn hin. Und hier ist noch ein Zeichen. Also ich kann hier nicht nach links. Hier kann ich nicht runter. Will ich auch gar nicht. Und da ist ein Vögelchen. So, hier. Exit. Would you like to leave now? Wenn ich jetzt leave drücke, ich verlasse nicht das Spiel, oder? Ich will zum Inn. Ja, danke. There are some angry villagers gathered around here, led by a large man glaring at you angrily. Another imperial dog limping into our village. I thought the first one was bad enough, he growls drunkenly. Stop that, Grayson. You've had one too many drinks, a guard says firmly. Just go home. That's a magister. Ich kann ihn nur threatenen. Vielleicht hätte ich gerne Freundschaft mit ihm geschlossen, wenn er uns verbindet dasselbe Interesse für Alkohol. Dark shadow falls across the thug's face. You what? He bellows angrily. Behind him, other angry villagers prepare to fight. Guards draw their weapons to defend you. As a magister, you can easily fight these angry villagers, but perhaps it's better to talk things out and let them go. Ich versuch's mal mit Diplomatie. Ne? Alkoholiker unter sich. Instead of dispersing, the crowd becomes angrier. It starts pelting you with large stones, cheering. Dann werde ich noch einen Versuch machen, das ohne Blutvergießen zu beenden. Magister draws his weapon and prepares to fight. Prepare for battle, okay. Randomizing initiative. The Magister activates at once. Guard activates at once. Angry Villager. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber ich starte einfach mal. Combat. Prepare to fight. In this game, combat is turn-based and played out on a square grid. Das ist schön. Das gefällt mir. Press to continue. Combat Timer. Wenn es schon rundenbasiert ist, warum muss ich dann einen Timer haben? Ah ne, die Order of Activation. Okay. Enemies are red, allies are blue. And the current active character is white. Ja, da gibt's sie. Each space is 1 second. Characters activate when they reach the left. Werde ich gleich sehen, ne? Okay.
The icon over a character shows what they will do when they activate. Hover over any character to view their stats. Das heißt, hier oben zum Beispiel sehe ich, dass der irgendwie kämpfen will. Der will sich bewegen. Ne, der will verteidigen. Okay, ich werde sehen. Der will gegen den kämpfen. Der will... Die werden mich angreifen. Und der... Ich werde sehen. On your turn, you draw three cards. Most cards are cost time to play, delaying your next activation. Press space to continue. Green tiles show your movement range. To attack, play an attack card, then choose a target. Must be within movement range to perform melee attacks. Some attacks are ranged. These have no range or line of sight limit. Ranged attacks can hit a character of the field. This is how many charges you have. If you have one or more cards, will trigger. If you have one or more, cards will trigger bonus charged effects. If you have none, discard any card to gain one charge. Also, ich kann Charges aufbauen und wenn ich Karten ablege, kriege ich Charges und dann werden die Karten besser. The end turn button ends your turn and adds 3 seconds until the next activation. Unplayed cards are discarded, you draw new cards on your next turn. Probieren wir es einfach mal. So, hier oben also Guard, Magister, Guard, Guard. 2 Guards sind auf meiner Seite, nämlich der Typ hier. Kann ich die das nicht auskämpfen lassen? Das ist auch ein Angry Villager, die Dame hier. Ja gut, ich werde erstmal gucken, dass ich den nächstliegenden angreife. Okay. Die könnte ich direkt jemanden tothauen, oder? Slice, you may perform a melee attack that deals 7 to 12. Wie viel hat der denn? Der hat 25. Also mit einem Schlag kann ich die wohl nicht... Mit einem Schlag kann ich die nicht kriegen. Ich würde gerne wieder zuerst angreifen, aber ich werde natürlich ihn hier angreifen. Geh ich mal hier hin. Und slashe. So, zurückgeschlagen habe ich ihn. Ich habe eine Menge Karten und er ist schon ziemlich weit runter. Dann kann ich ihn nochmal slashen, oder? Er lebt immer noch. Aber er ist fast tot. Achso, wie hätte ich denn jetzt die Charges nehmen können? Ich hatte schon 10 Charges, ne? Banished cards are removed from your deck over the rest of this battle. They will appear again in the... Hätte ich besser mal behalten. Ja gut, war ein Anfang. End turn. Kämpf für mich! Some enemies will flee if they are too badly hurt. You can either finish them off quickly or be merciful and let them go. Ja. Alkoholiker und Magister sind... Nicht bekannt dafür, merciful zu sein. Was macht der denn da unten? Steht da nur rum. Enemy defeated. Click to continue. Also der Guard hat gute Arbeit geleistet. Sehr schön. Ich bin stolz auf ihn. So, und jetzt geht's weiter. Warum der hier jetzt da unten steht, weiß ich nicht. Dem geht's gut, ne? Ja gut, ich bin neu in der Stadt. Ich werde mal Gnade vor Rechter gehen lassen. Und da die mich jetzt vielleicht erreicht und der vielleicht mir nochmal in den Rücken fällt. Ranged Attack. Wie kann ich das chargen? Left click on a card to play it, right click to discard a card. Nee. Spend a charge. So, die werde ich jetzt angreifen. Choose one. Banish this to perform a 7 damage ranged attack or
gain. Wie viel hat sie noch? Sie hat noch 12. Achso, jetzt kann ich aussuchen, was ich damit mache. Cornered! If a target of an attack cannot be knocked back because the tile is blocked, that target is cornered. Will take 25% more damage from the next attack. Das ist schön, das kommt mir bekannt vor. Bei irgendeinem Pen-and-Paper-Rollenspiel war das auch so. Und das gefiel mir. So, und dann werde ich jetzt mal mich schön verteidigen für die nächste Runde. End turn. Der eine ist geflohen. Der latscht langsam mir zur Hilfe. Warum die hier was abkriegen, weiß ich nicht. Toll, jetzt ist er der Held. Ich habe gute Vorarbeit geleistet, oder? So. Mann, Vögelchen. Noch eins. Oh, wie süß. Wie süß. Kann ich die jetzt plündern? Kann ich die jetzt plündern? So, ich kann mein Journal mir angucken. Okay, das will ich nicht. So, erstmal ein Drink, würde ich sagen. This goes to the world map. You can get to the village square in from here. Moment. Exit, this goes to the world map. You can get to the village square in from here. Would you leave now? Nein, ich möchte nicht leaven. When you leave a location and return... Ich habe doch Nein gesagt! Das Weiße war... Would you like to go to the world map? Ja, leave. So, da ist der Village Square. Und da ist das Inn. Und da will ich hin. Schön. Das hätte ich vielleicht schon nicht... Ja. Man gewinnt hier. Ah, hier bin ich schon drin. Hallo, schöne Frau. Wolf packs are led by a single huge wolf. The toughest and strongest. Ist das hier die Art, Hallo zu sagen? Just enjoy my drink. Nods. Raises mug in greeting. Ja, schön. Noch mehr. Es sind ja nur Frauen hier. Hallo. I heard that the Iron City far to the west remains free of the Empire's control. Raises Mark in greeting. Nods. Just enjoy my drink. Nods. You're creeping me out! Das heißt, ich sollte nicht zu oft. Ich komme direkt mal hinter die Bar. Innkeeper. It's the innkeeper of the Whispering Griffin Inn. He nods his head at you and waits for your response. Ja, erstmal muss ich antreten. Innkeeper winks at you, wipes an empty mug and slides it across the counter. Ich stehe aber direkt hinter ihm. Only one gold crown for a mug of your finest beer, he offers. Ja, You slide the coin to the innkeeper and he pours a frothy drink into the mug. As you chug it down, the cold grog tastes strangely fruity. That moment you can almost forget all the worries in the world, leaving behind the bitter darkness of your past. Schön, da bin ich ja schon mal gut mit ihm befreundet. You hear about the dead magister? He grunts, wiping grime off a mug. We sealed off his room after the body was found. My name's Ethan, owner of this inn. What do you know about the murder? It was a busy night at the inn, so I was at the bar downstairs all night. I only heard about the murder the next morning when the barmaid found the body. Look, plenty of witnesses can prove they saw me here. I never went upstairs. I see, thank you. Was, ich darf nur eine Frage stellen? Ah ne, ist noch mehr. Who found the body? I have a barmaid who helps out around the inn. Her name's Evie. Poor thing was terrified with what she saw. Had to send her home. I believe she lives near the village docks, if you'd like to talk to her. Evie lives near the docks. Another question. How can I help you today, Magister? He says.
I need the key to the crime scene. The innkeeper takes out a key. Sure, here it is. Magister stayed in the private room upstairs. End of the hallway. Largest room we have. Can't miss it. Gained? Okay. Thank you. Dann frage ich die anderen Sachen natürlich auch noch. How about coming back tonight? There's a regular named Tyler. Hangs out around the place every evening and night. If anyone saw anything strange, it'd be him. Tyler, got it. One more question. I'd like a room, please. Jetzt habe ich irgendwie gesprochen mit Ihnen. Always nice to sleep with a proper roof over your head, eh, Magister? It's a very reasonable 2 crowns a night. Ich habe 4, ne? For a standard room. Ja, dann will ich doch mal gut mit dem befreundet sein hier. Innkeeper Relationship, da steigert sie doch. Reputation, ich brauche noch eine Reputation, dann habe ich meine Mission erfüllt. Pleasure doing business with you, sir, he says, pocketing your coins quickly. Here's your key. Just head on upstairs and have a good rest. Thank you. Mal gucken, ob ich, wenn ich noch was esse, ob ich dann mein letztes Geld für was zu essen ausgebe. If you're hungry today, special is spicy folded omelette pancake with spiced beef served with vegetables, pickled onions and cucumber slices. For you, Magister, it's just 1 crown. Sounds delicious. Oh, schade. Ich hab, ich dachte, ich... You pay 1 crown to the innkeeper and serves your meals. Delicious. Also mir geht's gut, aber ich bin nicht noch befreundeter mit ihm. Any interesting rumors today? Well, it's true that I do hear about the rumors. However, the barmaid is missing and I'm swamped with work here. If you can persuade her to get back to work, Magister, that would be a big help. You should probably try asking him again when you improve your relationship with him to 3 stars. Right. Welcome. Achso. Ja, ich habe ihn noch nicht mal observed. Das war ich jetzt mal. Middle-aged, untidy hair, busy man, cheap clothes, stained with wine. Copper earrings from Will. Ja, das ist schön, wenn er ehrlich wirkt. Conclusion. The innkeeper is a busy man. Not wealthy. Good. Nee, das war's. That's all for now. So, würde ich jetzt mal eigentlich hochgehen. Mir das Zimmer mal ansehen. Was muss ich da drüben machen, ne? Da sehe ich schon Treppen. Und dann zu den Docks und Evie holen. These stairs lead to the upper floor of the inn. Would you like to go up now? Ja, natürlich möchte ich rauf. So, da bin ich. So, welcher Raum ist jetzt welcher? Die sind leer, wie es aussieht. Da habe ich einen Schlüssel für. Dafür nicht. Jetzt habe ich 2 Schlüssel. Welcher ist denn jetzt mein Raum? Ach ne, die ist locked. Ja, continue. Wie sehe ich denn, dass sie gelockt ist? Wenn ich da hingehe. Ist auch verschlossen. Ich weiß nicht, welche ich jetzt hier öffne. You open the door with the private room key. It swings open. Ah, da liegt die Leiche ja noch. Bleh. Hat sie echt nicht rausgenommen. Ich kann 3 Sachen investigaten. Fang ich mal hier an. Clues are important. Discoveries during your investigation. You can inspect them by pressing C. The floor is a mess. It looks like there was a struggle of some kind. The contents of the overturned table are scattered all over the floor. There is a piece of cake splattered on the floor. It smells like blueberries. Okay, you pick it up carefully, wrap it with some cloth and place it inside your jacket pocket. Mit C kann ich mir die nochmal angucken. Oh ja, tatsächlich. Jetzt habe ich Blueberries gefunden, oder? Da hätte doch bestimmt irgendwas... Da war doch bestimmt was angezeigt und ich habe es nicht gesehen. Okay, the bed has not been made. There's a pillow on the floor. You search under the bed and find a rolled up piece of paper. Examine. You unroll the paper and examine it carefully. It looks like part of a map. The map is incomplete. Parts of it are blank. You should examine this in detail later.
Ja, View Clues. Was war das denn jetzt nochmal hier? The brown leaves. You need to find someone who can identify what these brown leaves are. Or examine it again when you have the herbology skill. Ich hab Herbology! You sniff the brown leaves and carefully rub them between your fingers. You can barely make out the faintest of aromas, the sweetness of tea. Hm, these are leaves. These leaves are nothing but common tea leaves. Gut, er hat Tee getrunken, Kuchen gegessen, ist dann gestorben. Skill point can be spent to upgrade your magister skills. You may spend skill points when traveling to the world map or before sleeping. So, the dead magister. You found the body of the dead magister. You have gained a bonus... Okay, use this unlock to examine the wound, examine the body, take the gun, leave it alone for now. First thing first, you should check the body for clues. There's a gun lying on the floor near the body. Guck mir erstmal die Wunde an. Single gunshot wound on the magister's shoulder. The size of a wound indicates it was hit from a distance away. And it wasn't fatal. There's a stab wound in the middle of his chest. Looks like he was stabbed. Ist angeschossen worden und dann erstochen. There's no sign of a murder weapon here. Should ask the innkeeper about this. Examine the body. You check the magister's pockets. You find some coins in a small iron key. Warum hat das der Mörder nicht mitgenommen? You take the money. You won't be needing it now. You wonder what lock the key opens. There are several throwing knives buried deeply into a nearby wall. Looks like the dead magister managed to throw them before dying. You wonder if any of them wounded the murderer. Take the gun. Pick up the pistol. Only a single shot had been fired. You have determined that the magister was stabbed to death. Looks like the first shot only wounded the magister. Interessant, dass die Pistole da liegt. Ich dachte, damit hätte er sich gleich verteidigt. You have a level up. Each time you gain enough experience to level up, you gain one extra perk that grants you Raw Magister an advantage for the rest of this playthrough. Click to select a new perk. Hovering over each perk will show a description. Das habe ich mir schon gedacht. So, better tactics. Tactics? Tactical Genius? Globe up. Ich nehme mal die beiden Taktikkarten hätte ich gerne genommen. Ich dachte, ich konnte zwei nehmen. Na gut. Whatever. Da oben ist nichts. Hier ist auch geschlossen. Und hier ist der Raum, in den ich soll, oder? It's the patron of the inn, somewhere downstairs. The store is locked. Aber ich dachte, ich hätte hier ein Zimmer gemietet. Noch eine Etage höher? Nee, downstairs. Wozu habe ich denn zwei Schlüssel bekommen? Sleep here. Bin verwirrt. Not the cleanest room, but at least you'll be sleeping on a real bed with a roof over your head. You've slept in worse places. Ja, dann lege ich mich auch jetzt mal schlafen. You can feel the darkness enveloping you. Darkness and oblivion of sleep beckons from beyond the void. Your eyelids grow heavier. Drift off to sleep. So, jetzt darf ich nämlich irgendwas machen, ne? Guile. Perks. Better tactics. Upgrade tactics card to tactics 2. Improving the effectiveness. Ist das hier eine Taktikkarte? Left click to choose a skill. Specialization. Physik. Geil. Das hier waren keine, ne? Ich nehme das hier. Ah, okay. Dann so eine Karte hat dann direkt so eine ganze Reihe von diesen Dingern hier. Thievery. What used to range level natürlich. Rage, ne? Okay, das ist alles so.
alles so kompliziert. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier machen muss. Auch mal nicht. You manage to get some sleep and wake up at dawn, ready for a new day. Peak level, fully healed. Hier kann ich mich also komplett heilen. Dafür habe ich jetzt wichtige Zeit verloren. Vielleicht ist diese Eevee ja jetzt da und ich muss sie nicht in den, bei den Docks irgendwie holen. Stairs lead back downstairs. Ja, never ask me again. So, das ist bestimmt nicht Eevee. Sind Sie Eevee? Hi, Magister. Magister! Good morning, Magister. There's something I think you need to know. Dann reden wir doch drüber. It's the innkeeper of the Whispering Griffinen. I'm done with the body. I mean, I'm done with the body. So let's get it buried as soon as we can. The innkeeper nods solemnly. I'll take care of it, Magister. Innkeeper reappears after a short while. It's been arranged. We've moved him to the graveyard. Here, I'll mark it on your map. It's outside the village. It's an old man who takes care of things there. You can talk to him for more details. Das kümmern mich die Toten. If you're exploring the village today, be sure to drop by the temple. The temple is the local branch of the Church of the Living Tree. Priestess there should be able to help. Or you can just wander the village. Who knows what you might find out there, eh? Ja, thanks for the tip. Leaf Clue. Was war mit Gambler? Talk to Tyler the Gambler? Found a piece of cake. Barmaid. Ja, mit der möchte ich zuerst sprechen. Kann ich hier rein? Greifs make great beasts of burden. Ja, schön. Aber gehört nicht mir. Kann ich nichts mehr machen. So, dann will ich jetzt nochmal zu den Docks, wo Eevee ist. Oh, lass mich ran. Lass mich ran. Sie sehen sehr Eevee-isch aus. This lady carries herself with a confident air. The expensive clothes indicate that she's no ordinary woman. Nee, dann wird's nicht Eevee sein. Habe ich nicht hier eben noch eine Frau getötet? Greetings. Magister, she replies, her voice a melodic drawl. My name is Maya. I am a courtesan, the best one in Silverhurst, in fact. She smiles and takes a long drag from a smoking stick, blowing smoke to one side. Interesting. What? Courtesan, like an expensive streetwalker? So you sleep with people for money? No. What exactly is it you are doing? She bursts out laughter at your question. Her laugh is strangely attractive, deep and gravelly, but sweet. Das klang nicht deep and gravelly. It's not quite what you think, Magister. I am an intellectual courtesan. Instead of satisfying your physical needs, I am highly skilled in satisfying the deeper needs of your mind. Smiles again. It's a beautiful smile. People pay me money to help them forget. To help them forget? Okay. You get paid for people to help people forget? I don't think that sounds like a good deal. She gives another giggle. Well, worth and value are rather subjective. I'm certain you'll change your mind eventually, Magister. Why not give it a try? I might even give a special discount just to have someone as important as the local Magister to spend time with. Do you do the physical stuff as well? Just curious. Ah, still unable to move past that part, eh? She giggles. Well, the answer is, no. I don't. Sorry to disappoint you. Well, I'm still not sure I need to forget anything. She gives you an amused look, then stares deep into your eyes. If that were true, you wouldn't be searching for a beer, die löscht jetzt mein Gedächtnis hier. If that were true, you wouldn't be searching for oblivion at the bottom of a bottle, Magister. Your drinking problem is only a symptom. Spend some time with me and I can help you resolve the real cause. Also, Mischung aus Prostituierter und Therapeutin, ja? Once again, a disarming smile. If you can afford me, that is. I see. Intellectual courtesan. Well, all right, got it. What can I do for you today? That's all for now. So, ist das Eevee? Looks like the barmaid of the Whispering Griffin Inn. This must be the girl the innkeeper told you. Good morning.
She jumps at the sound of your voice. Oh, another magister. Are you here too? Are you here too? Are you here too? Oh no, it was terrible. The barmaid burst into tears. Look like this. Look like this is Evie. Looks like this is Evie, like the innkeeper said. You're going to need tactical diplomacy to get anything out of her, or maybe there's another way. 5 Kronen. So viel Geld habe ich nicht. Tactical diplomacy. Muss ich mal schauen. Ah, vielleicht kriege ich das hin. Oh. Tactical diplomacy. Play cards to gain empathy. Reduce the rage level to 0 within 12 turns to win. Schön, ne? So eine Art umgekehrter Kampf. Also Karten, um sie zu überreden. Es gefällt mir möglicherweise besser als bei einigen anderen Spielen in der Art, wo man halt Entscheidungen treffen muss, was man fragt. Hier kann ich es quantifizieren. So, sie 12 turns left, rage level 3. You have 12 turns to lower the rage level to 0. The rage level is more than 0. After 12 turns, you fail this attempt. Every turn you draw 3 cards into your hand, place cards, okay. This shows your empathy. Spend empathy to trigger cards effects or to buy more cards for this attempt. Ich habe 0 empathy. These are the cards you can buy. Cards you buy are added to your discard pile to appear later. Don't buy too many or you'll run out of empathy. Ich hab 0 empathy. You start each attempt with 4 small talk cards. A warning shot and a break will card. Play small talk cards to gain empathy. Ah, danke schön. Then end turn to save empathy for later or spend it to buy better cards. Okay, ich krieg das schon hin irgendwie. The break will card is the simplest way to lower the range by spending 5 empathy. However, it costs more each time it's used. Good luck. So, small talk, dann bekomme ich empathy. Und da ich 0 habe, finish this card and roll a die. And 3 empathy will reduce the rage level by 1. Dann werde ich auch schon mal mehr Empathy holen. What aboutism und Smalltalk 2. Gain 1 empathy, draw 1 card for each annoyed, impatient and furious card in your hand. Gain 2 Empathy. Ich werde erstmal die hier kaufen. So, und dann. Press Space to buy card. Also, ich habe 5 Empathy. Ja, gut, ich habe Empathy bekommen, aber ich habe sie noch nicht rumgekriegt. Ne? End Turn. 12 habe ich, das war die erste. 11 Turns left. Rage Level 3. Press Space to play card. Ending a turn adds negative cards to your discard pile. Ending a turn adds negative cards into your discard pile. Spend empathy to clear these cards from it. Spend 5 empathy to reduce the rage level by 1. Each time this reduces the rage level, increase the cost by 1. Ja, damit kann ich doch schon mal den rage level um 1 senken. Sehr schön. Empathy gain ist eine schöne Sache. End turn. An impatient card has been added to your deck. Spend 3 empathy to clear it from your deck. 10 turns remaining. Ja, dann kaufe ich ein Empathy. Und dann, press space. Spend 3 empathy to delete this card. Ich hoffe, dass das jetzt. Dass ich sie nicht discarden muss, ne? So. Ich habe 2 neue Karten bekommen, richtig. Und sie ist weg. Gut. Press space to play a card or press F to discard a card. Okay, hier könnte ich schon wieder das mit runternehmen, ne? Ich kaufe noch einen. Wie viel kann ich denn noch machen? Gain 2 Empathy. Gain 1 Empathy and roll a die. Die will ich haben. Gain 1 Empathy.
Tell a joke. Das stimmt, das ist schön. Tell a joke ist also eine... Tell a joke ist ein Glücksspiel. Wenn es funktioniert, ist alles prima. Wenn nicht, dann Pech. Da ist die Annoyed Card. So, Gain Empathy. Die Annoyed Card weg. Da ist Smalltalk 2. Gain 2 Empathy. Und ich brauche hier Karten, ne? Ich habe nur noch 9 Turns. White Lie. Da muss ich mehrere von kaufen, damit das was bewirkt. Ne? Break Will. Die kann ich noch kaufen. Und nochmal Empathy gainen. Oh, jetzt kann ich gleich Tell a Joke for him. Patient card has been entered. Expend 3 Empathy to clear it for the day. 8 turns remaining. So, gain 1 Empathy. Spend 6 Empathy. Wie kriege ich die denn zusammen? Ich erzähle mal einen Witz. Ne? Kommt ein Mann in eine Bar. Ja, Sie kennen das, Sie arbeiten da. Ich soll Ihnen einen Anti-Witz erzählen, da bin ich besser drin. Gain 1 Annoyed Card. Na, gucken wir es. Also, ne? Kommt ein Pferd in die Bar und bestellt ein Bier. Und der Barkeeper wundert sich über diese ungewöhnliche Situation. Prima. Hat dir gefallen. Tja, Break Will. Das kriege ich nicht hin. Muss ich diese White Lies haben, um irgendwie damit klarzukommen? Break Will müsste doch reichen, oder? Ich habe noch 8 Turns. Smalltalk 2 kaufe ich mal. Jetzt kriege ich noch einen Empathy. Und ich kaufe mal diese White Lies. Ich hoffe, dass das irgendwie hilft. So, und Break Will kann ich mir nicht leisten. Leider. An Impatient Card has been added. Aber noch habe ich sie nicht. Sehr schön. Break Will, das kriege ich doch nicht hin. So, erstmal 2 Empathien. Für 3 Empathie kann ich das hier kriegen. Ja, Gambit will ich haben. Ich hoffe, die kriege ich gleich. Dann erzähle ich nochmal einen Witz. Diesmal war es nicht gut, oder? Spend 3 Empathy. Kann ich mir erst nicht leisten. Noch eine Impatient Card. Okay. Okay, also die hier kann ich jetzt upgraden, wenn ich das richtig sehe. Und dann muss sie hochgehen. Und das Gefühl, dass ich so nicht gut bin. Ne? Ich habe noch 6 Turns, muss noch 2 Punkte wieder machen. Draw a card. Your next dice roll this turn will always be a 6. Nee, kann ich mir nicht leisten. Ich brauche dieses hier. So. 3. Kriege ich 3 zusammen? Ja, hier kriege ich 2 Empathy. Hier kriege ich 1 Empathy. Und ich kann Break Away spielen. Ich habe noch 5 Turns für den letzten Punkt. End turn. Das ist dieses Impatient, dieses Blöde. Ich habe nur Smalltalk 1, das ist doof. So, die kann ich jetzt nicht. Nochmal Impatient. Gain 1 Empathy. Spend 3 Empathy to delete this card. Eigentlich wieder mein Kopf wieder. Verdeckt er jetzt alles momentan? Falls ja, dann tut es mir leid. Tell a joke. Jokes waren bisher ganz gut, ne? Aber ich habe nur noch 3 Runden. 7 Empathy brauche ich insgesamt. So, erstmal gaine ich 2 Empathy. Und ich erzähle nochmal einen Witz. Dadurch habe ich eine White Lie Nummer 2 und die upgrade ich. Und das kann ich mir nicht leisten.
Oh, jetzt habe ich nur negative Karten, oder? Nee. Also Gambit. Delete this card and roll a die. Gain one empathy, reduce the rage level by one. Das wäre natürlich jetzt fantastisch. Kriege ich das hin? Versuchen wir es. Wenn ich jetzt eine 4 bis 6 würfel, dann habe ich gewonnen. Tactical Diplomacy, successful. Boah, mit Frauen reden, ne? Das ist anstrengend. You finally managed to calm her down. Sorry, my lord. I was just so shaken. You're not patiently. Don't worry about it. Just take a deep breath. Ich sollte ein bisschen, obwohl ich habe noch nichts getrunken. Ich kann so sprechen. When you're ready, tell me what happened. I was working in the inn that night, handling the usual busy crowd. There was a terrible thunderstorm that night, with heavy rain from evening till dawn. Maybe that's why nobody heard anything. I only went upstairs the next morning and found the Magister's door slightly ajar. Thunderstorm. She hesitated, then continues on, voice trembling. I opened the door and screamed. He was just lying dead on the floor, ja? Genauso wie ich ihn eben vorgefunden habe, ja, ne? I ran downstairs to find the innkeeper. He sealed the room. The door was locked and he sent a messenger to the signal tower. Everyone knows a dead magister was bad news. Sure enough, you arrived here the next morning. Ja? Verdammt, wenn das nicht passiert wäre, wären Sie jetzt nicht hier. So, jetzt kann ich die Clues hier mir nochmal ansehen, ne? Thunderstorm. Found out there was a thunderstorm. Und the messenger. Inspect the clue to establish a conclusion from the barmaid's testimony. The messenger. Inspect the clue to establish a conclusion. Ja, inspect the clue. Würde ich inspekten. Aber kann ich offenbar nicht hier. Doch hier. A messenger was dispatched to the signal tower when the magister's body was found. You should talk to the barmaid to find out. Ja, Barmaid habe ich doch gerade gesprochen. Perhaps you should ask her. Okay. Gut. Ich hoffe also, ich kann auch noch mal mit ihr reden. Do you remember who sent the message on the night of the murder? She thinks for a while, then replies, of course I remember. The messenger was Benjamin. He often runs errands for the guards. If you need to speak with him, I'm sure you can find him down by the docks, where he always hangs out. Sehr schön. Ich bin nämlich bei den Docks. Und lass mich ran, der Typ, der sich da gerade bewegt hat. Das ist Benjamin, oder? On a clear day, I enjoy watching the Imperial steamships steam across the bay. Good morning, Magister. Wer ist Benjamin? Ist das Benjamin? This man is dressed like the guards, but with extra trimmings that indicate a higher position of command. Reden wir mal mit ihm. Hi there, Magister. He says, nein, das ist nicht Benjamin. My name is Daniel. I'm the captain of the guards and silver, so we are here to help you and the councilman keep the peace. Oh, shit. Ich frag ihn mal, wo er war, als der Mord begangen wurde. I'm always busy keeping the peace in Silverus. I don't remember anything much about that night. He hesitates, and his voice trails off. You sense he's hiding something. You should probably try asking him again when you improve your relationship with him to 3 stars. Nee, dann war's das jetzt mal. Obwohl, könnte ich das schon durch ein Gespräch mit ihm? Könnte ich das jetzt verbessern? Any crimes you need help with? Well, we can always use the help of a magister. Here are the cases we have at the moment. Boom! Riesen Aktenberg, ne? A guard in trouble. Cornered criminal. Dangerous criminal has been cornered by the guards. Can you lend us a hand, magister? Kann ich nein sagen? Nein. Aber ich kann es aufschieben, oder? So, ja, wenn er hier nicht Benjamin ist, aber sich Benjamin bei den Docks aufhalten soll, frage ich mich natürlich. Wo finde ich Benjamin? Benjamin! Dass nicht der Hund ist, also die Guards werden es nicht sein, denke ich mal.
Beware giant spiders, they have a venomous bite. Welcome to Silverhurst. Das sind doch einfach nur Leute, die hier arbeiten, oder? This man has a really impressive beard. He stares at you quietly as you approached. Benjamin! Name's Benjamin. Can I help you? He asks in a gruff voice. You sent the message to the signal tower when the dead magister was found. I sent it late, though, he explained. When I arrived, the boys were fixing it. Had to wait an hour. Well, that's interesting. The signal tower was being repaired the morning after the murder. Sabotaging or just a coincidence? You should go there and ask. Thanks, right. So, wie war das jetzt nochmal mit... Wie kann ich nochmal zur Map? M funktioniert nicht. Ich muss wirklich immer hier irgendwo raus aus dem... Ja, hier kann ich hin. Signal Tower. Gehen wir mal da hin. Denn die Informationen hier habe ich mir am härtesten erarbeiten müssen. Ha! So. This man wears thick glasses and is constantly tapping out messages on the signal tower board. He glances up as you approach. Startled look on his face. Hi there. Hello, Magister. I'm Liam. How can I help you today? He asks. Oh. I heard the tower was being repaired the morning after the murder. Yes, Magister, that's true. He adjusts his spectacles. 2 days before your messenger arrived, bandits attacked the tower and damaged its mechanisms. We've been repairing it at full speed ever since. It's important for the signal towers to work so that we can talk to the capital. We finally fixed it 2 days later. You can imagine the backlog of messages took us hours to sort out that day. Okay. Kann ich noch was fragen? I'd like to see the message vision. What do you know about the murder? I don't know anything about it, Magister. I rarely leave this tower except to get supplies. Mostly the messenger boys run errands for me and deliver messages as such. Well, let's talk about something else. I'd like to send a message. Of course. There's a small fee for each message, but we'll waive it since you're a Magister. Always happy to help the authorities. Who would you like to send the message to? Recruit a companion? I've solved the murder! Das wäre natürlich cool. Was ist denn, wenn ich das mache? Ich könnte noch einen Skillpoint kriegen. Aber ein Companion, das macht mich neugierig. You have a network of contacts in the capital. You can request one of them to come to Silverhurst. Alice the mercenary, skilled with a huge blade. Olaf the sage, intelligent and knowledgeable. William the spy, stealthy and sneaky. Dann will ich Olaf haben, weil ich bin nicht clever genug, glaube ich. Request assistance in Silverhurst. Urgent matter. Meet at Whispering Griffin Inn. Ah, welcome back to the Signal Tower. Ah, ich kann noch eine Message schicken. Progress Report. Ich kriege einen Skill Point für. You file a report on everything you have discovered so far. The familiar feeling of going through this procedure stirs a strange emotion within you. You have done this many times before on many different cases, and you take a moment to reflect on the various lessons you have learned from them over the years. You have gained a bonus skill point. You may use this to unlock a new skill or specialization. Physique, intellect, or guile. Everybody's guile. Guile. Here, send this report to the capital. One more thing. Ich werde mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt tatsächlich sage, dass ich den Fall gelöst habe. Tell them I've solved the murder. Are you sure you've solved the murder? No, I changed my mind. Okay. Goodbye. So. Wer ist der Typ, der hier draußen steht? Hello, Miss. Greetings. Ja, reden mit mir. Morning.
Please, no! Morning! I don't know anything else. Na gut. Lass ich ihn mal er selbst sein. So, Physik kann ich aktivieren. Ich dachte eigentlich, ich könnte hier diese Shuffle Patient Card into your deck. Ich damit reden muss. Also hiermit, das scheinen gute Karten zu sein. Konfirmiere das mal. Gut. Alcoholic is a flaw? Das war mir noch gar nicht bewusst. Okay, visit the signature if you are ready to end the investigation. Improve relationship to 3 stars, then question people about the murder. Tja. Cornered criminal. Ich gehe mal da dahin, wo mir noch gesagt wurde, dass ich hingehen sollte. Hier zum Tempel zum Beispiel. Wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau? Eine Menge Frauen. Stehen bleiben! Stairs at the temple walls. Halt, stehen bleiben! Some bandits were forced into the wilderness just to survive. Pass. This leads to the temple building. Would you like to go there now? Ja, geh zum Tempel. Oh. Eine Katze! Hallo. Die guckt mich an. Was ist das für Leute hier? Das sind doch ein Inquisitor. Okay. Wollen wir mit dieser Person hier sprechen. This woman is dressed in flowing silk robes and a golden headmask. She appears to be a priestess of this temple. Greetings! Welcome to the Church of the Living Tree, Magister. Says in a soft, melodious voice. I am Emma, priestess of this temple. Schon, ich habe sie angesprochen und schon... Habe ich eine gute Reputation bei ihr. Aber eigentlich ist das auch sinnvoll, oder? Sobald ich jemanden anspreche, fühlt er sich halt ein bisschen verbundener. How may the church assist you today? Donation? Like to make a donation. Lisa tilts her head and smiles. Donations to the Church of the Living Tree are always welcome. Rest assured, your contribution will be used for the benefit of those who really need it. You can donate money at the temple once per day in exchange for various boons. 12 crowns reveal a character's hidden motive. Ich habe nur 4. Kenne ich eine Karte. I change my mind. Mach ich doch nichts abgeben. So. Where were you on the night of the murder? Church is my first priority, Magister. I tend not to remember more trivial details. She hesitates. Voice trails off. You sense she's hiding something. Should probably try asking her again when you improve your relationship. Ich muss wirklich eine Menge rumlaufen, ne, bis ich dann auf 3 bin mit den ganzen Leuten. You need help with anything. Church maintains constant vigilance against the threat of subversive cults. The Inquisitors have received reports of a potential cult taking root in the village. We would greatly appreciate your assistance in helping the Inquisitors seek out and destroy these cults before they threaten the church and the Empire. Ja, akzeptiert. Excellent. I'll mark the Inquisitors' location on your map. Head there when you are ready and they will brief you on what they managed to find out. Cult is on. We'll talk again when the cult has been dealt with. So. This leads to the temple gardens. What you like? World map. So, cornered criminal. Cultist hunt. Ich wäre froh, wenn ich den... Im Inn, ne? Wenn ich den Innkeeper auf 3 hätte mit meiner Reputation. Aber das habe ich irgendwie nicht geschafft bisher. Ich gehe da mal kurz hin. Mal gucken, ob ich den irgendwie, ob ich dem was bieten kann. Meine Hilfe, weil bei dem bin ich ja schon auf 2. Und da hätte ich gern mehr. Ah ne, da habe ich schon 3. Das ist der Innkeeper of the Whispering Griffin Inn. Allein, dass ich wiederkomme, reicht offenbar schon. Like a drink, please. You Magister, drinks are always on the house. Oh, that's true.
Would you like a mug of light creamy lager? Yes, please. And keep a pause of frothy drink. You can almost forget it. Some questions. Oh, I heard something that might interest you. Stops wiping the mug and leans closer. Heard there's a villager getting drunk west of the village square. Maybe you should take a look, Magister. I'll look into it. How can I help you? That Magister was stabbed. Was there a knife in the room? Oh, I didn't see anything. However, he thinks for a while, then leans in close. One of my kitchen knives was stolen the day before the murder. I don't think that's a coincidence. No. Now that I think about it, there was a strange figure sneaking around the stables at night. Maybe we should check the stables more carefully, Magister. That's good. Dann gehe ich doch mal in die Stelle. Und was haben wir da? Something hidden here. Sweeping the hay aside, you find a bloodied knife. Aha, this must be the murder weapon. Sehr schön. Each time you gain enough experience to level up, you gain one extra perk that grants your Magister an advantage for the rest of this playthrough. Check, click to select a new perk. Hovering over each perk will show a description. Or opens a new path linking the docks and the village square. Okay. Interacting with a glow bulb. Glow bulb was a deep breath. Draw a card instead. Okay, ich weiß nicht, wozu dieser neue Path gut wäre, aber dieses Deep Breath schien ja bei Gesprächen sehr hilfreich zu sein. Okay, so. Also der Innkeeper ist schon mal, der ist gut auf meiner Seite. Dann helfe ich jetzt mal, helfe ich dem Kult. Also, nicht dem, ich helfe nicht dem Kult, sondern ich bin gegen ihn. Gothab Nakwak. Das klang sehr nach Lovecraft. You travel along the main road, heading for your destination. Suddenly you hear a loud cry. Up ahead, a strange hermit is under attack by some cultists. Ich versuche sie zu verjagen. So, 4. Das alte Spiel. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Empathy, Empathy, Empathy. Empathy, Empathy, Empathy. Habe ich eigentlich die anderen Karten, die ich eben gekauft habe, noch immer dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? So, ich kaufe jetzt mal so richtig sinnvoll ein. Ich habe ja auch noch nichts Schlechtes hier, ne? Warning Shot. This is gonna roll a die. Gain 3 Empathy, reduce the Rage Level by 1. Da kann ich ja nur gewinnen. Rage Level, runter, sehr schön. Empathy. Ich habe nur einen Empathy, da kann ich nichts verkaufen. Und das reicht auch nicht. Okay. What about Tism? Empathy. Empathy. Break will reicht es nicht. Gain 2 Empathy, gain 3. The wrong card. Your next dice roll turn will always be a 6. Das ist mir zu viel Wenn und Aber. Ich kauf das hier mal. Und dafür reicht es nicht. Also das Konzept hier ist auf jeden Fall, dass man halt weiß, wie groß das Deck ist. Ein bisschen wie bei Dominion, würde ich sagen. Man sollte keine falschen Karten haben. Und wenn, muss man versuchen, sie loszuwerden. Weil sie einem nur ja, im Wege sind. Ne? So, White Lies kann ich upgraden. Gain Empathy. Gain Empathy. Lohnt sich jetzt was zu kaufen? Gambit war eben sehr erfolgreich. Kaufe ich jetzt auch wieder. End turn. Gain Empathy. 2 Empathy. Jetzt kann ich die Erneut-Karte loswerden.
Ich lass die mal. Gambit, das war eben super. Delete this card and roll a die. Also entweder kriege ich einen Empathy oder der Rage-Level geht runter. Der Rage-Level geht runter, fantastisch. Liebe Gambit. Was ist das hier? Draw two cards, then discard a card. Compromise. Gain three Empathy, then delete this card and a random card. Roll a die. Ich hab 5. Das reicht. Ich bin verdammt gut. So, jetzt habe ich wieder diese Annoyed-Karte. Aber vielleicht muss ich die gar nicht auswählen. Ich upgrade mal White Lies. Kaufe noch einen Empathy. Und fresh all cards available for sale. Then gain one Empathy. And draw a card. Smalltalk cards. Upgrade a Smalltalk card in your hand. If any, to a maximum of Smalltalk. Okay. No effect. Gain 3 Empathy. Das hier gefällt mir nicht. Und das hier könnte ich mir auch noch leisten. Aber da No Effect ist doof, ne? Ich habe noch eine Menge Smalltalk cards. Ich kaufe die mal. Enter. Smalltalk. Smalltalk 1. 2. 3. Ich habe 4 Empathy. Enter. Oh, 3 Annoyed-Karten. Warum so viele? Long Talk. Jetzt brauche ich eine Smalltalk-Karte. Super. Upgrade a Smalltalk card in your hand, if any. Jawohl, ich habe eine. Ich habe eine erhöht. Das heißt, ich hole mir jetzt noch 2 Empathy. Ich habe noch 4 Turns. Ich werde die Erneut-Karte noch ausspielen und die Erneut-Karte werde ich auch noch loswerden. Dann bin ich zumindest einige los. Ja, jetzt habe ich nicht mehr genug Geld für Breakwell. Schade. Think again. Refresh all cards available for sale. Ja, das sollte ich auf jeden Fall machen. Then gain one empathy and draw a card. Sehr schön. Listen. Das war eine Menge Empathy. Sehr schön. Und noch eine Empathy. Sieben Empathy habe ich. Das ist eine Menge. Dann leiste ich mir mal die hier zu vernichten. Und hab White Lie. Upgrade ich natürlich. Break Will! Das macht Spaß! Das gefällt mir gut. Und nochmal muss ich mich dafür entschuldigen, dass mein Gesicht wahrscheinlich über diesen Karten ist. Aber ich hoffe, man kann genug erahnen, was da ist. Also, es geht darum, die Zahlen hoch und dann die Karten sinnvoll zu nutzen. Ich frage mich übrigens, ob das basiert auf einem realen Kartenspiel. Frage ich mich oft bei solchen Sachen. Ob das als Kartenspiel entwickelt wurde, das es vielleicht gab in einer kleinen Auflage bei Kickstarter oder ähnlichem. Oder vielleicht tatsächlich sehr etabliert ist. Also es gibt bestimmt kein The Magister Brettspiel oder Kartenspiel. Aber vom Konzept her ist das schön. Und macht Spaß. Thanks for your help. So. You managed to convince them that a fight here will only end badly for them. Es macht mehr Spaß als kämpfen, muss ich sagen, dieses Überreden. Nervously backing off, they flee into the woods. Good afternoon. Achso. Mehr nicht. Achso, nee, ich habe ja jetzt. Mal gucken, ob das reicht. If you are done here, you may continue. Time to leave. Es gab da wirklich nichts mehr zu entdecken oder so, ne? Time to leave. As you travel along the road, you encounter some villagers. You may speak to them if you wish, or simply continue along the road when ready. Greetings, Magister. I'm trying to complete this song. This song I have, but I just can't figure it out. Would you like to help me?
Sure, what do you need? So I've got the tune for the song nailed down, but I'm stumped on the last line. Help me out. This is it. Now or never. You leave me breathless, reminding me of... Wait. This is it. Now or never. You leave me breathless, reminding me of a half-eaten sandwich, a nice furry hat, a vicious crocodile, or a valley between two hills. Das klingt zwar irgendwie sexuell anzüglich, aber ist die einzige Metapher, die irgendwie ansatzweise romantisch aufgenommen werden könnte. Oh, that's brilliant. Thank you, Magister. Continues humming to himself. Happy expression on his face. Gained sing-song card. Okay, ich kann jetzt ein Lied singen. Okay, sie will nicht mit mir reden. Ja, auch nicht. Dann gehe ich mal weiter. If you're done here, continue. Time to leave. You find the Inquisitor lurking in this part of the village. As you approach, he turns to you and explains. I tracked down the cultist to this part of the village. There's the cellar door. Shall we get moving? Ja, sollten wir. Let's go. Da oben hin, nehme ich mal an. Dabei dachte ich, ich hätte den Kult jetzt verjagt und es wäre okay gewesen. There's a trapdoor here that leads down to a cellar. It must be where the cultists are hiding. Enter the cellar. Jetzt muss ich wohl kämpfen, oder? Cellar is dark and gloomy. As you enter the cellar with the Inquisitor, you hear shouts from the darkness. Oh gods, they found us! A voice cries out. Fight for your lives! Kill the Magister! They won't listen to reason. Looks like you'll have to fight. Wer den Magister fürchtet, hat schon verloren. Draw your weapon, a churlish, dog-loving dirtbag. Prepare to die! The Inquisitors are famously brutal. There's no way you can convince these cultists to surrender. Also, but knock them out. 1 XP. Nein, ich muss Härte zeigen. Die Ungläubigen müssen getötet werden. Prepare for battle. Na, das fängt ja gut an. So, dann, Sven, guck. 77 Hitpoints. Die Ionen haben weit weniger. Der da hat schon was verloren. Ich habe folgende Möglichkeiten. Melee Attack, Erling Herbs. Wie bin ich denn drauf? Da war schon was verloren. 40. Recover, then draw a card. Banish this card. Draw two cards. At the end of the one's cards less. Also ich bewege mich erstmal. Ich hätte mich nicht hierhin bewegen sollen, ne? Ich werde mich erstmal ein bisschen heilen. You're drunk from a drink you had. If played or discarded this in your hand, then draw that many cards. No other benefit. Moment. Also ich habe jetzt hier eine Karte. Drunk. You are drunk from a drink you had. If played or discarded, discard every other card in your hand, then draw that many cards. No other benefit if manually discarded. Ich mach das mal. Consuming alcohol adds drunk cards to your deck. Alcoholic managers will have to need a drink card until they're... Okay. Gain one charge. Draw a card. Choose one. Banish. Banish this to perform... Ich nehme die auf jeden Fall mal. So, banish, then ranged attack. Ranged attack kann ich gut brauchen. Und zwar auf ihn hier. Es war wieder dumm. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass ich, dass natürlich, ne, die kleineren zuerst, weil die zusätzliche Angriffe geben. Und dann erst den Bösewicht. Deep Breath. Brain, gain one charge, draw a card. Ne, das mache ich jetzt mal nicht. End turn. Mach mal. Ich habe mich zurückgeschlagen.
Aber ich stehe jetzt. Sie steht hoffentlich im Weg. Vor dem Typen mit der. Mit der Fernkampfwaffe. Wie geht's dem Inquisitor? What goes on? Okay, der Typ brennt. Das ist nicht gut. Kann ich ihn löschen? Das sieht sehr schlecht aus hier. Sie ist fast tot. Was habe ich denn? Fatigue. If played, discard, banish this card. No other benefit. Charge, spend one charge and draw a card. Ich kann blocken. Okay, das ist gecharged. Wenn ich müde bin, kriege ich Fatigue-Cards. Aber warum war die jetzt nicht gecharged? Ich mache irgendwas falsch. Ich habe die jetzt einfach nur gespielt. Und ich hätte sie gerne gecharged gespielt. Eins, 7 bis 12. Das reicht gerade mal hier, nehme ich mal an. Und dann kann ich noch mich kann ich mich defenden. Okay, ich hoffe, der brennende Typ kommt da oben. Kommt klar. Oh oh. Was ist mit meinem Inquisitor? Das sieht alles sehr, sehr schlecht aus für uns. Ich habe schon wieder eine Fatigue-Card. So, ich konnte die banishen. Sing Song, permanently delete this card and draw a card. You and your allies gain 15% of your next 3 attacks. Ja, das ist doch super. So, der Typ ist fast da. Ich mach mal das hier. Draw 3 cards, then discard 1, recover 25 HP. Ich weiß nicht, wie gut ich drauf bin hier. Das one move. Damage to next 3 attacks. Da muss hart angegriffen werden. Das war's leider schon. Die eine flieht. Wie geht's dir? Mein Inquisitor ist tot! Das ist nicht gut. Okay. Der hat 15, der hat 42. 15 müssen reichen für... Schießen, schlagen, tot, sehr schön. Und dann kann ich mich noch defenden. Das ist schön. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Ich bin gecornert. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Im Vergleich zu ihm geht's mir gut. So, Fatigue habe ich wieder mal. Ich habe keine Charges. So, ich werde einen Decoy einsetzen. So tun, als würde ich hier stehen. Das ist ja süß. Oh, das gefällt mir. Und vielleicht schaffe ich es ja doch noch, ihn zu killen jetzt. Den Decoy hätte ich mir sparen können.
As you slay the last of the cultists, the cellar falls silent once more. Time to inform the priestess of your success. Das will ich wohl meinen. Das will ich wohl meinen. Ja. Oh, da kann ich Sachen einsammeln. Das ist das Loot. Habe ich eben Loot eingesammelt, als ich Leute getötet habe? Something was dropped here. You gained one crown. There's no more loot. Looks like it's a bronze fork. This might be worth something when traded later. Kann ich da wohl verkaufen? Sehr schön. Kann ich da lang? Is that a clue? Find some letters scattered around the lair floor. Das hätte man mir vorher mal sagen sollen. Ich weiß nicht, ob ich Sachen übersehen habe hier beim Herumlaufen, aber gut. Many of the letters describe the cult's ritual in great detail. The letters speak of the cult's efforts to summon elementals and bind them to this world, harnessing their power to bring down the temple and the empire. Interestingly, there are multiple references to a secret cult leader in the letters. You should examine this clue in more detail later. Cult leader. Kann ich den jetzt, den Clue mir angucken? Das war die Map. Hier ist der Bundle of Letters. The letters mention a secret cult leader in Silverus. You should quietly investigate this matter to uncover their identity. Hmm, perhaps your old friend the spy can take a look at those letters. You can contact him by the signal tower. Da war ich ja schon mal, ne? Wo ist eigentlich der Typ, den ich da eigentlich anfordern wollte? Keiner weiß es. Okay, den Sage, den... Okay, ich muss mal gucken, wann die Leute ankommen, die ich hier angefordert habe. Offenbar können die noch Sachen untersuchen. Aber jetzt erstmal, was kann ich hier mitmachen? It's a convincing replica of myself, used as a distractor. Very convincing. Das ist sehr süß. Auf zum Tempel. Weg, lasst mich! Would you like to go there now? Natürlich. Temple of Love. It's Emma, the priestess. Greetings. Magister, the Inquisition submitted a report praising your assistance, which proved crucial in eradicating the cult. For that, you have my thanks and that of the church. Sehr schön. Please accept this small token. Zwei Kronen, relationship und ein XP. Okay, I have another question. Achso, ja, ich muss noch einen Punkt haben, um ihr Vertrauen zu haben. Moment, den Typ habe ich doch eben schon gesehen. Temple Gardens. Ah, World Map, sag ich mal. So. Village Square, the Inn, Signal Tower. Ich will jetzt mal gucken. Kann ich nicht zum Signal Tower? Erst wenn ich geschlafen habe, möglicherweise. Schlafen ist außerdem eine gute Sache. Weil ich, oh, wer ist denn das hier? See a woman carrying a huge backpack. It looks like she's selling things from it. The bag is full of various merchandise. Greetings! Pleased to meet you, Magister. My name is Veronica. I'm the local trader here. If you need to buy or sell anything. Moment, da hab ich doch was. Observe carefully. I'd like to buy. Where were you on the night of the murder? Ah, you have some trinkets to sell. Great, I'm always willing to take them off your hands for a fair price. Trinkets sold, one crown gained. Trinkets you bring me are amazing, Magister, thank you. Relationship with the trader improves when you sell trinkets to her. Let's have more trinkets and improve your relationship. Das soll mir auch reichen. Ich muss mich jetzt erstmal ausschlafen. That's the innkeeper. Den mag ich. I'd like a room, please. Standard room for tonight. I'd like to book the room for the next 2 weeks. Was würde der denn kosten? Das wäre eine Menge Geld, ne? So viel habe ich nicht. Pay a crown. Pleasure doing business with you. Thank you. Gut, dann gehe ich schlafen.
Haben sie den Raum mittlerweile aufgeräumt? Ja. Gottlob. Sleep! Drift off to sleep. End of demo! Thank you for playing. If you had fun and you'd like to experience the full version, please add this game to your wishlist on Steam. Okay. Ich dachte, dass man diesen einen Fall jetzt tatsächlich lösen könnte, bevor es zu Ende ist. Aber ich bin nicht traurig. Also es... man kriegt einen guten Eindruck davon, ne, bei wem man einen Stein im Brett oder drei Steine im Brett haben sollte und kann, um was aufzuklären. Was ich jetzt nicht, was ich verpasst habe, ist wie meine Unterstützung, ne, wo ich die finde. Denn mit dem Stück Kuchen, nachdem ich es am Ende mir doch noch angeguckt habe, habe ich gesehen, dass der Sage mir da hätte helfen können. Mein Spy hätte da was machen können. Also, erstmal bin ich sehr froh, dass ein Spiel namens Magister Spaß macht und gut ist und man sich nicht schämen muss dafür. Macht mich tatsächlich sehr glücklich. Und auf der anderen Seite, ich überlege, was funktioniert hier, was bei vielen, vielen ähnlichen Spielen nicht gut funktioniert hat. Es fühlt sich wie eine lebendige Welt an. Manchmal hat man das Gefühl, bei diesen Spielen, wo man herumläuft, mit Leuten reden muss. Und gerade wenn jeder noch Aufträge einem gibt oder so, hat man eher das Gefühl, okay, man ist die einzige lebendige Person, die alles am Laufen hält, während alle anderen einfach nur Probleme haben und ohne einen nicht klarkämen. Hier hat man irgendwie das Gefühl, dass die Hintergrundwelt Sinn ergibt. Ja, da gibt es Inquisitoren und die brauchen ein bisschen Hilfe und dann stirbt da einer und so. Aber sie kämen wahrscheinlich auch alleine klar. Es gibt Guards, es gibt einfache Leute, mit einigen kann man sprechen, mit einigen nicht. Die Grafik ist sehr schlicht, simpel, aber charmant. Erinnert mich an Kinderbilderbücher. Dabei ist das Spiel nicht kindlich. Weiß Gott nicht, ne? Ziemlich blutig sogar an einigen Stellen. Und es macht mich neugierig, wie es jetzt weitergehen würde. Wann ich dann meine Deduktionen in die Lösung des Falls verwandeln und am Tower dann abschicken könnte und was dann auf mich wartet. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in diesem Spiel mit der Zeit das Gefühl hat, die einzelnen Personen gut zu kennen. Und wenn es so ist, dass man sich wirklich Hilfe holen kann, sei es zum einen durch das Anfordern aus dem Hauptquartier der Magister, zum anderen vielleicht auch von Leuten, die einem was schulden. Zum Beispiel, wenn der Tempel jetzt, wenn ich da drei Reputation habe, vielleicht wird ein Inquisitor mir an die Seite gestellt bei irgendwelchen Sachen. Sehr vielversprechend. Gefällt mir sehr gut. Und das will was heißen, weil ich Fantasy, und das ist Low Fantasy, ja, aber Fantasy eigentlich eher abhold bin, muss ich sagen. Zuletzt noch die Sache mit den Karten. Sowas verwirrt mich immer sehr, gerade wenn ich es dann zum ersten Mal mache. Aber im Prinzip die Kämpfe und die Diskussionen, die taktischen Gespräche und diplomatischen Sachen funktionieren ähnlich, dass es immer kleine Decks von Karten sind, die man in der Hand hat, die man möglichst auch nicht größer werden lassen will. Man will den Überblick haben, es soll eine funktionierende Maschine sein. Aber dadurch, dass Karten hinzukommen, wenn man müde ist, Karten hinzukommen, wenn man betrunken ist, funktioniert das gut. Ich bin direkt reingekommen in diese Sache und es ist nicht überanspruchsvoll, es ist basiert nicht nur auf Glück. Ich habe schon bei dem zweiten taktischen Ding gemerkt, dass ich ganz anders rangehe. Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Fantastisch. Werde ich holen, wenn es draußen ist. Koste es, was es wolle. Und schön wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich es hätte abspeichern können, dass ich ab dem Punkt hätte weiterspielen können. Aber ich fange das auch gerne nochmal von vorne an. Gute Arbeit. Thank you.